Herzlich willkommen in meinem Atelier. Ungewöhnliche Zeiten brauchen auch ungewöhnliche Mittel. So dürfen Sie das, was nur ganz wenige Menschen dürfen, nämlich meine Atelierräume von innen sehen. Eigentlich arbeite ich hier ganz alleine für mich, weil ich diese Zurückgezogenheit und diese Ruhe brauche, damit meine Arbeit entstehen kann. Damit ich genau das, was mir so wichtig ist, Ruhe und Kontemplation in der Arbeit zu finden und diese auch nach außen zu tragen, entstehen lassen kann. Aber heute gibt es eine Ausnahme. Eine Ausnahme, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir gerade im Moment immer wieder neu ins Vertrauen gehen, immer wieder neue Wege finden, uns zu sammeln, der Angst entgegenzustehen. Und Kunst und Kultur sind meiner Meinung nach ganz wichtige Helfer in dieser besonderen Zeit. Sie laden uns ein, auch mich selber, immer wieder neu zu vertrauen. Zu vertrauen darauf, dass nach dieser Krise etwas Neues entsteht. Etwas Neues, das wir mitnehmen, das wir nicht vergessen werden, weil wir spüren, dass wir diesen Mut brauchen, dass wir merken, wie wichtig uns Menschen sind, die wir lieb haben. Kontakte, Begegnungen. Auch die innere Begegnung mit den Dingen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und ich werde nicht aufhören, für Sie weiter meine Arbeit zu tun. Meine Kunst, in die ich all mein Vertrauen und meinen Mut für Sie einwebe, der hoffentlich, wenn Sie sie anschauen, in der Betrachtung zu Ihnen auch herüberkommt. Ihnen alles Gute. Thank you.
Es gibt so viel zu entdecken. Mein Name ist Michael Kliff und in diesen Zeiten ist es ja besonders schwierig bis fast unmöglich irgendwo auszustellen und deshalb wollte ich Ihnen ein paar Einblicke in mein Atelier geben. Da arbeite ich genauso kreativ und unverdrossen weiter wie zuvor. Hier an diesem Fenster mache ich mein zeichnerisches Werk. Also meine Frottagen, meine Abreibungen, die ich von meinen plastischen Arbeiten abnehme. In meinem Atelier hänge ich oder stelle ich auch Sachen aus, um die Raumwirkung auch zu überprüfen und zu sehen, wie die Arbeiten wirken. Noch ein kleiner Schwenk durch den Raum. Das sind meine Frottagen, meine Zeichnungen, jetzt mal gerahmt. Dies ist ein Beispiel einer Arbeit aus der Serie Liquids, wo Glasuren und Glas geschmolzen werden und teilweise sehr aufregende Flächen ergeben. Nun geht es in den nächsten Raum, wo ich dann tatsächlich meine Arbeiten aus Ton arbeite. Ein paar sogenannte Pläne, also Stücke, die ich in den letzten Wochen gearbeitet habe und die jetzt ganz langsam unter Plastik sehr kontrolliert trocknen und auch immer wieder korrigiert werden müssen. Bei mir tun sich beim Arbeiten, das heißt beim Produzieren von Kunst, ja, wie soll ich sagen, Inseln der Ruhe auf in diesen turbulenten Zeiten. Und ich glaube, dass das sich Beschäftigen mit Kunst und das Betrachten, dass das beim Rezipienten Ähnliches auslöst. Hier ist nochmal ein Rundumblick durch diesen Teil des Ateliers mit all seinem Chaos. Hier vorne ist der Platz, wo ich meine Angoben, Glasuren und Oxide auf meine Stücke auftrage, auch meine Proben mache. Platz zum Ton aufbereiten, mein Zeichentisch. Die andere Seite des Raumes mit weiteren Plänen, die an der Wand hängen und mein Arbeitsplatz, wo ich normalerweise meine Stücke modelliere auf diesem Bock. Ich wünsche allen, dass wir gut und unbeschadet durch diese seltsame Zeit kommen und sage bis bald.
Liebe Kunstfreunde, was für eine Zeit! Seien Sie willkommen in meinem Sommeratelier im mittelalterlichen Fronhof in Erpel am Rhein. Ein winziger Virus legt unseren ganzen Planeten, die Erde, lahm. Ganz plötzlich haben wir alle verstanden, wie verletzlich und fragil wir sind. Wir rücken zusammen und spüren existenziell, dass wir aufeinander angewiesen sind. Ich wache morgens auf und denke, ich wäre in einem Science-Fiction-Film, weil alles um mich herum erstmalig in meinem Leben völlig unwirklich erscheint. Als freischaffender Künstler mache ich mir Gedanken, wie es mit uns weitergehen kann. Ich möchte hierzu einen Beitrag leisten, mit Bildern voller Kraft und positiver Energie. Schon immer war es mir ganz wichtig, keine dem Mainstream folgenden destruktiven, schockierenden Bilder zu malen, sondern ganz im Gegenteil, kraftgebende und aufbauende, positive Werke zu schaffen. Ich habe diese vielen Einzelwerke und Serien sehr häufig mit dem Titel Positive Energie und Kraftfeld versehen. Ich wünsche uns allen Mut und Kraft, die anstehenden Herausforderungen gut zu bewältigen. In diesem Sinne, bleiben Sie der Kunst gewogen und vor allem bleiben Sie gesund.